Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Das Riesending von Parchim, das soll Chez Fini werden. Ein Amüsierlokal für Frauen auf dem flachen Land. Doch der Weg zum Glück ist für die Truppe um Rudi und Fine nicht leicht. Der Theaterclub des Mecklenburgischen Landestheaters Parchim, Pütterbretter, bringt mit dem Riesending von Parchim eine urkomische Komödie mit viel Lokalkolorit auf die Bühne. Am 24. Juli um 19.30 Uhr in der Remise des Landratsamtes Parchim. Diese Kulisse lädt ein zu großer Oper. Im Alten Garten erleben Sie noch bis zum 9. August Verdis Meisterwerk La Traviata. Basierend auf Dumas' Kameliendame ist La Traviata die einzige Oper Verdis, die auch in seiner Zeit spielt. Ein Stück Gesellschaftskritik also. Erleben Sie die Inszenierung von Georg Rothering, wenn das Märchenschloss im Hintergrund langsam in den Abend sinkt. Karten und Infos bekommen Sie unter www.theater-schwerin.de. Henry Stoll und August Schmidt, zwei gebürtige Neubrandenburger und Kunstliebhaber, sind die Begründer der städtischen Kunstsammlung Neubrandenburg. Schon 1890 verzeichnete eine Erstaufnahme 671 Arbeiten, darunter Werke von Blechin und Murillo. Nach einem Brand 1945 sind etliche Stücke verschollen. 2006 wurden Fragmente von Ausstellungsstücken bei Ausgrabungen wiedergefunden. Etliche wurden restauriert und Teile der Überreste sind nun in der Ausstellung Die städtische Kunstsammlung zu sehen. Auch in den Ferien kann Wissen angeeignet werden, aber so, dass es Spaß macht. Zum Beispiel am 29. Juli beim Ferienaktionstag für Kinder im Myrizeum. Von 10 bis 12 Uhr im Mittelpunkt die Jäger der Lüfte, Greifvögel. Begebt euch mit Rotmilan und Habicht in die Luft und bleibt dem Schreiadler dicht auf den Fersen. Um Voranmeldung unter Telefon 03991 633680 wird gebeten. 25 Aussteller, Acrylgemälde, Textildesign, Strick- und Leinenmode, Keramik und vieles mehr. Das ist der Kunsthandwerkermarkt im Ostseebad Tiso. An drei Tagen kommen Freunde des Kunsthandwerkes voll auf ihre Kosten. Etwas Besonderes wird für Kinder und Jugendliche geboten. Der Naturpädagoge Dax Wixfors vom Hof Balm aus Munk-Brarup bringt seine mittelalterliche WIP-Drehbank mit. Unter seiner Anleitung kann Holz bearbeitet und zu kleinen Kunstwerken gefertigt werden. Ab dem 26. Juli erleben Sie in der Kunsthalle Rostock eine Ausstellung des Künstlers Professor Arno Rink. Annähernd 100 Gemälde und Zeichnungen des gebürtigen Thüringers geben einen umfassenden Überblick über sein Werk. Professor Rink gilt als prägendster Lehrer der neuen Leipziger Schule und gleichzeitig als einer der herausragendsten Vertreter dieser künstlerischen Strömung. Die Ausstellung in der Kunsthalle Rostock wird bis zum 18. Oktober zu sehen sein. Mich, echt? Magic. Magic Mike.